Hallo Freunde Steins und herzlich willkommen zurück zur Brick Story. Guten Morgen. Heute ist der 8. November 2021. Das heißt, es ist der Vorverkauf von der Titanic. Auf das Set freue ich mich persönlich sehr. Ich bin auch gerade gespannt auf den Vergleich zum Kobe-Modell und ob wir jetzt überhaupt eins bekommen werden, denn der Andrang auf das Set ist zumindest online schon relativ groß gewesen. Naja, aber wenn wir keins bekommen würden, dann würde ich dieses Video natürlich nicht machen. Ich muss mich jetzt aber auf den Weg machen, denn ich bin schon ein wenig spät dran. By the way, das andere Fahrrad gehört auch mir. Ich habe mein Fahrrad nicht einfach an ein fremdes Fahrrad angeschlossen. Das wäre ja voll gemein. Und ich habe es sogar mal wieder geschafft, pünktlich beim Zug zu sein. Das ist bei mir keine Selbstverständlichkeit, leider. Ich bin tatsächlich jetzt schon am Schneiden von diesem Vlog, den ihr gerade seht. Das ist effektiv. Die normalen Treppen nimmt, wird 100 Jahre, habe ich gehört. So, und wir sind angekommen. Und das ist sogar eine Dreiviertelstunde zu früh, bevor der Laden überhaupt aufmacht. So früh bin ich, glaube ich, noch nie da gewesen. Aber was mir aufgefallen ist und wofür ich so dankbar bin, das war jetzt gerade so ungefähr der Weg, den ich früher immer zur Arbeit genommen habe, zu meiner regulären Arbeit. Und jetzt habe ich die ganzen Leute da im Anzug gesehen und so weiter, wie sie zur Arbeit gefahren sind. Und ich fahre einfach auch zur Arbeit. Das Spiel besteht halt darin, dass ich jetzt gleich bis in die Nacht hinein ein Set aufbaue und dann das Review dazu mache morgen oder so. Das ist schon sehr, sehr cool, dass ich das machen darf. Also herzlichen Dank an jeden, der mich dabei unterstützt hat. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen, wie gut es einem geht. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass es einem überhaupt nicht gut geht, weil irgendwas Kleines, was am Ende des Tages eigentlich vollkommen unentscheidend ist, dazwischen kommt. Oh, ja, ich bin so früh, dass hier einfach noch nicht mal die Rolltreppen an sind. Ah ja, und da ist der Lego-Store und da steht noch niemand davor. Aber das Set steht schon da. Und es ist wirklich groß. Also ich habe ja nur die Kobe-Titanic bei mir zu Hause. Die haben noch nicht mal eine Vitrine gefunden, wo das Ding dann reinpasst. Normalerweise ist das ja immer so eingepackt. Da hinten stehen schon die Kartons. Schätze mal von der Titanic. Ah ja. 20 Minuten später. Oh, jetzt ist schon wesentlich mehr los. Wir sind drin. Wir haben die 8. Gibt's schön 8? Oh Mann. Ja, na, jetzt wieder viel nach. Pick a Brick holen wir auch noch. Kaum ist die Titanic weg, ist alles leer hier. So Freunde, wir haben die Ware gesichert. Hier steht 1. November drauf, heute ist aber schon der 8. Das ist interessant. Wir haben gerade noch Fotoshooting gemacht für das Thumbnail. Es war ein wenig unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bedanke mich bei dir. Danke. Ahsoka ist wieder dabei. Vielleicht kennt ihr ihn noch. Du warst ja schon mal im Blog. Ja, genau. Alter Hase, genau. Und wir bauen die Kiste jetzt mal auf. Mega. Einfach ein Star Wars Navi mit einem TIE Fighter und Darth Vader Stimme als Navigator. So, und wir sind jetzt angekommen im Museum. Das werden wir gleich auspacken. Kurzer Hinweis nur noch vorneweg. Wir haben auch noch so ein GWP mit dazu bekommen, was ich aber nicht gecheckt habe. Das GWP gibt es ab 65 Euro gerade. Es gibt aber auch noch zumindest online das Harry Potter GWP ab 100 Euro. Das heißt, wenn ihr für 100 Euro Harry Potter einkauft, dann bekommt ihr 2 GWPs gerade. Sehr, sehr cooler Deal, wie ich finde. Und dieses GWP ist auch wesentlich sinnvoller als dieses komische Auto, was es jetzt vor einiger Zeit für 120 Euro gab. Und für 65 Euro, ja, würde ich sagen, dass es in Ordnung ist. Sind wir mit der Titanic leicht drüber gewesen. Aber gut, ihr findet natürlich das auch noch in der Infobeschreibung verlinkt. Wie immer, falls ihr plant, irgendwas einzukaufen, nehmt gerne den Link. Ach so, und die Titanic ist inzwischen lieferbar ab Dezember. Also noch kommt sie vor Weihnachten an. Im Store haben wir jetzt, glaube ich, die letzte Titanic bekommen, die letzte Nummer. Also die waren durchgezählt, die sie da gehabt haben. Weiß ich nicht, wann die da wieder beliefert werden. Fangen wir mal an, das Ding aufzumachen. Jetzt machen wir hier unten so einen Sticker To Be Defined World Building. Also da steht noch nicht mal drauf, dass es die Titanic ist, aber kann man natürlich an der Nummer inzwischen erkennen.
Und hier oben haben wir noch den Aufkleber, dass sie es nicht vor dem 1. November ins Regal stellen sollen. Und die war schon geöffnet. Haben wir noch nicht, also ich kann das jetzt nicht aufschneiden, weil im Store, da war eine beschädigte drin. Die war vorher in diesem Karton drin. Die haben sie aber noch ausgetauscht. Das heißt, ich habe jetzt einen unbeschädigten Karton. Und da geht's schon los. Ah, da ist das gute Stück. Wirklich eine sehr edle Verpackung. Kann man nichts zu sagen. So, ich muss es jetzt umdrehen. Anders hat es einfach nicht geklappt. Und da ist es. Das kann man fast als irgendwie so Sitzhocker verwenden oder sowas. Oh, aber da oben ist meine tatsächlich doch ein bisschen kaputt. Das ist schade bei so einem teuren Set. Hier seht ihr sie vor euch. 9090 Teile. Damit ist sie nicht das größte Set. Ich werde bald nochmal ein geupdatetes Top 15 Video machen über die größten Sets. Aber sie ist eins der größten Sets. Aber auf jeden Fall auch das längste Set. Wie gesagt, mehr dazu im Review. Das Interessanteste wird jetzt erstmal, wie wir das Ding aufmachen. Die Star Wars Sets macht man normalerweise immer hier von der Seite auf. Hier sieht es aber so aus, als ob wir das jetzt von oben aufmachen. Ich hoffe, das ist die richtige Seite und dass man das nicht von unten aufmachen kann, weil ich glaube, unten sind auch nochmal Siegel. Sesam, öffne dich. Oh, ich habe ein Siegel vergessen. Ah ja, und hier sehen wir direkt drin. 1, 2, 3. Drei verschiedene Bauabschnitte sind hier mit dabei. Ich vermute mal, genau, das ist der Bauabschnitt 1 hier. Könnt ihr sehen, baut man den vorderen Teil. Und es ist ja bei dem Schiff so, dass es quasi in drei Teile geteilt wird. Dann kann man es auch parallel aufbauen. Sind ja auch drei Steine-Trenner mit dabei in diesem Set. Das habe ich auch vorher noch nie gehabt. Design vom Karton sieht auch ganz interessant aus. Und das ist halt wirklich schon den Karton hier. Ich glaube, das ist keine reguläre Boxgröße, aber das ist so ein Set, das würden sie wahrscheinlich für 200-300 Euro verkaufen, je nachdem, ob es eine Lizenz hat oder nicht. Und hier haben wir nochmal den mittleren Teil und den hinteren Teil. Und sonst gibt es nichts geschenkt. Also den Karton, den könnt ihr in München wahrscheinlich als Wohnraum vermieten. Und hier haben wir dann die drei einzelnen Kartons nochmal. Sehr cool, wenn man die so nebeneinander stellt. Dann kann man die komplette Titanic da auch nochmal drauf sehen. Das finde ich immer schön. Und auf der Rückseite dann auch nochmal von der Front. Dieses Goldene, das finde ich, passt auch sehr, sehr gut zu dem Stil von der Titanic. Also das haben sie gut gemacht. Und wir öffnen mal wieder die Siegel. Oh, ich muss einen Mordfall hier melden. Ein Einhorn ist hier gerade drin eingestorben. So viele Farben, wie da drin sind. Okay, der war schlecht. Aber wir sehen hier, Bauabschnitte sind trotzdem nummeriert. Und hier haben wir dann die erste Anleitung drin in dieser Mappe. Und genau, das ist nochmal hervorgehoben, was man jetzt genau baut. Man startet natürlich vorne mit der Front. Da haben wir noch ein paar Erklärungen drin über die Titanic selbst. Ein Bild von der Titanic, hinten die Schiffsschrauben. Die sind motorisiert, beziehungsweise die kann man sogar drehen. Und dann hier nochmal eine Erklärung über die Teiletrenner. Trick 17 bei den Teiletrennern übrigens. Die sind falsch herum hier abgebildet. Wenn ihr die andersherum benutzt, dann könnt ihr Fliesen viel, viel einfacher lösen. Aber gut, schaut euch das Video von Bob Brickman dazu an. Genau, dann, ach schön, und das ist hier nochmal sogar erklärt beim Bauen. Genau, und hier hinten ist sogar schon die Teileliste dann drin. Auf jeden Fall hat die Anleitung schon mal hier 253 Seiten. Und so zwei Schläuche sind auch noch mit enthalten, die sind dann für die Reling vorne, schätze ich mal. Kommen wir zu Karton Nummer 2. Zack, zack. Genau, und so wie ich es vermutet habe, die Bauabschnitte sind fortlaufend. Das heißt, wenn ihr jetzt beide parallel aufmacht, dann könnt ihr nicht mit den Bauabschnitten durcheinander kommen. Ah ja, und die vier Kartons funktionieren quasi als einzelne Sets. Das heißt, ihr könnt auch zu dritt oder zu zweit daran parallel bauen. Zu sechs natürlich auch. Dann müsst ihr euch halt ein bisschen koordinieren, dass ihr gleichzeitig an einer Anleitung baut. Das ist das zweite Buch. Da haben wir vorne auch sehr schön so ein bisschen Innenraum und Erklärungen noch mit dabei. Und dann hier auch noch die Designer, die sich dann nochmal schön verkleidet haben. Sehr schön. Also die Einleitungen gefallen mir echt gut bei den 18 Plus Sets. Finde ich, bringen so einen guten Vibe nochmal rüber. Genau, und hier dann nochmal eine weitere Erklärung. Sehr schön. Und nein, die Teilliste aus dem ersten Buch, die gilt für alle drei Anleitungen. Und Karton Nummer 3. Nur kurze Info, wenn ihr das bei euch zu Hause macht, dann schüttet nicht alles auf einen Haufen. Das hat schon Sinn, dass es vorsortiert ist. Das machen nur die dummen YouTuber, die Leuten zeigen wollen, wie viel Inhalt in diesem Set drin ist. Und hier ist die letzte Anleitung. Anleitung Nummer 3. Oh, Messer weg. Da haben wir dann nochmal ein paar Informationen hier mit Beibooten. Nochmal und ein Foto von dem Eisberg.
Wäre ja lustig gewesen, wenn das so als kleines verstecktes Set noch enthalten wäre. Und hier nochmal ein Vergleich zu der Größe. Das werde ich dann im Review nochmal genauer zeigen. Und hier auch wieder dann einleiten, was man da überhaupt gerade baut. Ja, sehr, sehr schön. Wir werden das jetzt mal aufbauen. Das sind insgesamt 46 Bauabschnitte, die hier mit dabei sind. Und wie versprochen, ein Teiletrenner, da seht ihr ihn. Der nächste Teiletrenner und nochmal ein Teiletrenner. So voll habe ich den Tisch bis jetzt noch nicht erlebt. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann aufgebaut aussieht. Vielleicht gebe ich euch später nochmal ein Update. Oder ansonsten war es jetzt soweit mit diesem Video. Review kommt in Kürze. Morgen kommt aber noch was anderes, was auch ganz spannend sein dürfte. Von daher habt einen wundervollen Tag. Lasst gerne einen Daumen nach oben oder nach unten da. Und vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt. Bis dahin und ciao, ciao.